Liebe Doro, ihr habt euch schon aus Lübeck zu 9 angemeldet zur Revive-Konferenz dieses Jahr zu Silvester. 9 Tickets sind schon weg, allein nach Lübeck gegangen. Wie habt ihr das gemacht? Was ist das für eine Gruppendynamik da bei euch? Ja, wir waren schon zu 8 auf der StudiCon und fanden das mega cool und haben dann noch auf dem Parkplatz in Aschaffenburg entschieden, dass wir alle zu Revive fahren und nochmal die doppelte Menge mitnehmen wollen. Stark. Habt ihr denn auch nicht andere Silvesterpläne? Man hat doch so eigentlich eigene Pläne für Silvester. Ja, mit Silvester ist es ja meistens so, man weiß bis eine Woche vorher überhaupt nicht, was man macht, muss sich dann irgendwie peinlich bei irgendwelchen Leuten einladen. Und so ist das schon alles geplant und wir können Silvester feiern mit den besten Freunden. Die Lübecker sind schlau, merkt ihr selber. Nun ist es aber auch nicht der nächste Weg, ja, von Lübeck nach Karlsruhe. Macht euch das nichts aus? Oder wie habt ihr das zur StudiCon gemacht? Für die StudiCon haben wir uns einen Bus vom Hochschulsport geliehen und sind dann mit dem Partybus die A1 oder A7 runter, ich weiß es gar nicht. Stark, stark. Und hattet so wahrscheinlich richtig gute Zeit. Vielleicht noch ein letztes Fazit für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier für Revive. Was kannst du ihnen mitgeben? Also ich würde mich wirklich anmelden an eurer Stelle. Einmal, weil es super günstig ist, 99 Euro noch bis Ende Juni. Und außerdem sind da richtig viele internationale Studenten dabei. Und das ist total cool. 5000 Leute sind geplant. Und ja, ihr könnt einfach Neujahr mit euren Besties feiern. Nehmt einfach die ganze Gruppe mit und dann habt ihr einen coolen Urlaub. In dem Sinne, denkt nicht nur an dein Silvester, sondern denkt an euer Silvester und macht das mal fest. Die 300 Tickets müssen weg. Bis dann. Danke dir.